Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind, glaube ich, durch. Hier sind wir erstmal sicher. Oh nein! Er ist wieder da. Und jetzt? Dass der hier auch noch wohnt, der Kerl. Okay, mit Huni können wir, mit Fuxi können wir ein bisschen weitermachen. Aber ich weiß nicht, inwiefern uns das helfen kann. Also ich meine, wir können ihm in die Fresse schießen. Und wir können mit Fuxi hinten rumstolzieren. Ich glaube, das war nicht so gut, oder? Oh Gott! Was denn jetzt? Oh nein. Mist. Das war nicht so gut. Okay, was machen wir? Wir müssten, glaube ich, mit Luna irgendwie von an den Eingang kommen, um mit der Bola den den Eisblock wegzuräumen, den er da gerade runtergeholt hat, oder? Kann das sein? Ich könnte mir vorstellen, dass wir schon erstmal mit dem Fuchs runter müssen, um dann ganz schnell wieder hochzumachen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Süß. Eigentlich ist der Eisbär schon recht niedlich, ne? Wenn er uns nicht gerade zu verspeisen versucht. Oh Gott! Das war nicht so erfolgreich. Oh, wir leben! Jetzt nicht mehr. Oh, tut mir leid. Tut mir leid. Das schien aber nicht ganz falsch zu sein. Probieren wir es nochmal. Okay, Fuchsi runter. Eisbär rüber. Und hops. So, ich weiß bloß nicht genau, was wir jetzt tun müssen. Oh Gott. So war das nicht gedacht. Oh, okay, alles klar. So. Wo bist du? Nein, 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 nein. So war das auch nicht gedacht. Hops. Ich wusste nicht, dass wir hier gleich so am Schlittern sind. Gut, jetzt sind wir zumindest schon mal hier. Ich weiß bloß nicht, inwiefern uns das jetzt weiterbringt. Wir kommen ja immer noch nicht hoch dort mit Luna. Nicht wahr? Okay, wenn wir jetzt auf sie wechseln, bringt uns das gar nichts. Komm schon, verzieh dich! Piss dich! Wie viele von den Bolas hat die eigentlich einstecken? Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht noch oben irgendwas machen können. Ich glaube nicht, ne? Müssen wir ihn vielleicht einfach nur immer wieder hin und her locken? Hüpf. So, oder können wir hier auch irgendwas machen? Nicht doch! Lauf! Ah, okay, er zerstört es immer weiter. Die Frage ist nur, wenn wir jetzt mit Fuxi wieder runtergehen, wie kommen wir wieder hoch? Ich weiß nicht, ob wir da drüben drauf landen können. Hier auf dem Stück. Nee, können wir nicht. Oh shit. Jetzt haben wir ein großes Problem. Nein, 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 nein. Oh Mist. Ah, wir müssen wahrscheinlich über ihn drüber springen, denke ich mal, oder? Okay. Danke, dass ihr gleich an der Stelle jetzt weitermacht. Also die Speicherpunkte sind doch relativ nett gesetzt, finde ich. So, probieren wir es mal. Ich dachte mir jetzt so, wir gehen hier hin. Und jetzt genau so, über ihn drüber und dann... Sollten wir es doch haben, oder? Oh. Interessant. Gut. Wir haben es geschafft. Oh. Oh, shit. Ja, Land unter, würde ich sagen, ne? Wir haben wieder drei Videos zum Anschauen. Werfen wir doch erstmal den Blick dort hinein, bevor wir dann weiterspielen und mal schauen, wie sie sich vor dem Meer verziehen, wie sie es schaffen, da zu entkommen. Gestrandet.
The scaredest I've ever been. I was 12 years old. We floated out on a piece of ice while we were duck hunting. It was a bluebird day, just clear blue skies. And there was three of us, myself, my brother, and my dad. Next thing you know, we see this dark, dark shadow on the ice. We look and it goes behind us. So we all jumped up, startled, and my dad, he started running. We got back to the ridge there. The ice had fractured, cracked, and broke off, and we were floating away. We were drifting. It was close enough to where my dad would have made it. He stopped and he thought about throwing us across, and if one of us was on the other side, we would be split up. So he stopped, and he just so happened to have a cell phone on him. 911 didn't pick up. That's the worst feeling in the world right there. 911 did not pick up. So he left a message because they record their calls. Once he had relayed that information, his cell phone died. That was the scariest moment I've ever had in my life. We were floating away and I thought we were left for dead. He kept calm during this situation. He's bringing out everything positive in this case. You know, I'm crying, my brother's freaking out. It went from clear blue to dense, dense fog. Within a couple hours, we heard the chopper flying around, so they must have gotten our message. We thought we were saved, and then the chopper sound went away. So we lit some of the sled on fire. It's plastic. We thought black smoke in the fog would create some kind of marker. Chopper pilot had mentioned when we got rescued, you could see a glow in the fog, and he slowed down there, and sure enough, as soon as he slowed down, we got within visual. That was definitely the scariest moment of my life, was floating away and not knowing what the outcome was going to be. Das glaube ich gern. Und es ist ein unglaubliches Gefühl von Hilflosigkeit sicherlich auch. Und man ist völlig ausgeliefert den Zufällen der Geschichte sozusagen oder den Zufällen der Umgebung, der Umwelt. Man hat eigentlich überhaupt keinen Einfluss mehr drauf, ob man überlebt oder nicht. Und die haben echt das Schwein gehabt, muss man sagen. Aber auch gut gehandelt letztendlich. Also in den richtigen Momenten das Richtige getan, um da irgendwie wieder rauszukommen. Das dicke Eis verschwindet. We're very much aware of the climate change. And it's been for many years, even before climatologists were noticing this change, Inuit were already saying, Sila alanoktok, our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming, and they're coming earlier, and sometimes rain is more than what we want. Because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young whaler, when I was 9 years old, we're hunting from ice that was about 25 feet thick. And there was giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice. It's creating a malfunction in our whaling season, is what it is. Actually, more than that, all seasons in general. I think we are more scientists than more people will realize. We have more knowledge of those things than people will ever know. Naja, so weit würde ich nicht gehen. Also Wissenschaftler ist was anderes. Das, was ihr habt, ist eine gute Beobachtungsgabe, weil ihr eben auch mit eurer Natur lebt. Und ja, das ist schon eine ziemliche Tragödie, dass die Umwelt sich halt so verändert durch den Klimawandel. Aber ich fürchte, man wird es nicht aufhalten können. Also sowohl die Inselstaaten im Pazifik, die dadurch wahrscheinlich absaufen werden, so Tuvalu und sowas, als auch die Völker, die in der Nähe des Eises wohnen, also im Norden, wie zum Beispiel in Alaska hier, die Inupiat, die werden sich leider damit konfrontiert sehen, fürchte ich, dass eben das eintritt, dass es so weitergeht und ja, das Eis immer weiter wegschmilzt.
ob das jetzt, ich weiß halt nicht, also es heißt ja immer, ja, der Mensch ist so ein unglaublich böser, der ist so unglaublich böse und schuld dran, dass der Klimawandel stattfindet. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich jetzt so extrem durch den Menschen dabei verursacht wird. Also ich meine, natürlich unterstützt er es auf jeden Fall durch Industrieanlagen und so weiter. Natürlich wird es dadurch schon sehr gestärkt, die Erderwärmung. Aber ich weiß halt nicht, also die Sache ist halt, es würde sowieso eine Warmphase kommen jetzt von den eiszeitlichen Phasen her. Deswegen wäre das wahrscheinlich sowieso irgendwann dran. Und es ist ja nicht so, als wäre das Klima festgeschnallt auf eine bestimmte, auf ein bestimmtes System, das jetzt gerade stocksteif ist und dann immer so bleibt, sondern das Klima war schon immer im Wandel. Deswegen, ja, die Menschheit ist halt noch ziemlich jung, muss man auch sagen, ne? Also als Zivilisation. Und dementsprechend ist auch das menschliche Gedächtnis noch ziemlich jung oder das kulturelle Gedächtnis. Es reicht nur ein paar Jahrtausende zurück und das ist nichts eigentlich. Deshalb kann man sich nicht dran erinnern, wie damit umgegangen wurde, als sich das Klima früher geändert hat. Und ich glaube, deswegen wird das schwierig werden, sage ich mal. Also es ist halt schon vorher passiert, aber es macht es natürlich nichtsdestotrotz nicht weniger tragisch, das Ganze. Aber naja, es wird sich wohl nicht vermeiden lassen. So, genug rumphilosophiert. Ein Mädchen und ihr Nanook. My brother was out seal hunting. He got attacked from behind and managed to grab his knife and save himself. When he came to realize, oh no, it's a mother. We've always known traditionally that we avoid killing a mother. It's always been sacred to us to protect them. He had to present himself to the council. And so he was given the job to mother the baby. And we kept it. It got so big, it went over the barricade one day and got to the dog food, and that was an indication that, oh, brother better go teach it how to survive on its own. So he did. I really got attached to the bear because I more or less grew up with it. And some days when brother took him walking, once in a great while he'd put me on the bear and I would ride on it like a horse. I was just the happiest little girl in the world. Das stelle ich mir verrückt vor, wenn du auf einem Bären reitest als kleines Kind. Aber gut, die Völker, die sind halt ganz, also das könnte man sich wahrscheinlich in unserer Zivilisation gar nicht vorstellen, aber diese Völker sind halt ganz anders, ne? Die gehen ganz anders auch mit der Natur und auch mit Raubtieren um. Und ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass er sich da dem Rat stellen musste, dafür das Muttertier getötet zu haben, obwohl es eigentlich nur Notwehr war letztendlich. Und ihm tatsächlich aufgetragen wurde von diesem Rat, das Baby großzuziehen. Das ist eigentlich, ich weiß nicht, das ist ein ziemlich cooler Einblick in die Denkweise dieses Volkes, finde ich zumindest. Und gefällt mir richtig gut, finde ich richtig cool. Na gut, aber wollen wir mal weitermachen. Wir müssen irgendwie schauen, wie unser kleines Mädchen, ich habe ihren Namen vergessen, Nuna heißt sie, Nuna, wie sie und der Fuchsi jetzt entkommen, wo das Wasser so am Steigen ist. Der Berg ist ja Lugolo, der Regan Imaktuk. In die kalte Brühe? Ach du Scheiße. Asi Tarium, Angalat Kachsimilowit. Tageum igukai kairu sungenyon puktakpau ara kanohrik tema ipingit pak. Ach, die Eishöhlen sind ein Wal sozusagen. Also die haben ein Leben, die Eishöhlen. Das ist ja auch lustig. Kunuk Sayuka war bei klarem Wetter ein guter Jäger. Doch der Schneesturm war einfach keine gute Zeit für die Jagd. Okay. Na dann mal auf nach oben. Komm, ich will mit Fuchsi schwimmen.
Fuchsi ist lustig. Hui. Können wir eigentlich auch wieder... Ach, wir können auch tauchen sogar wieder. So, die Frage ist links oder rechts. Hier drüben haben wir auf jeden Fall eine Eule, deswegen denke ich mal, das wird nicht der weitere Weg sein, oder? Oh. Genau. Leben in Subsistenz. Geht es hier unten weiter? Oh, tatsächlich, wir kommen hier durch. Okay, aber dann will ich erst nochmal drüben schauen, ob wir dort vielleicht noch was haben. So, erstmal Fuchsi, um nach da oben zu kommen. Ah, das reicht nicht, okay. Na gut, dann vielleicht die andere Seite. Ah, okay, hier ist eine Sackgasse. Alles klar. Gut, man muss ja nochmal sicher gehen, dass hier nicht noch was ist, was wir vergessen könnten. Muss ja nicht sein. Also dann, auf nach unten. Was bist du denn? Ein Froschgeist? Sieht irgendwie seltsam aus. Okay, ich glaube, wir müssen mal wieder das Eis wegschießen. Ja. So, und jetzt kann Fuchsi auch ein bisschen besser hier agieren. Luna? Nein, ich muss immer noch mit Luna weitermachen. Oh, das war etwas zu hoch. Aber nur geringfügig. So, hops. Sehr gut. Na, das klappt doch. Luna schafft's allein. Schön. Oh, ist das gut, was wir hier tun? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Hä? Naja, lass mal weitermachen. Kann nicht schaden. Oh Gott.